dass meine Küche in meiner neuen Wohnung sehr klein ist, war mir natürlich von Anfang an bewusst. Ich habe mich trotzdem also für diese Wohnung entschieden. Es war absolut kein Grund, wegen einer kleinen und dann auch noch sehr speziell geschnittenen Küche diese Wohnung nicht zu nehmen. Aber wie klein die Küche wirklich ist, wurde mir so richtig bewusst erst, als es an das Thema Küchenplanung ging. Ich wollte eigentlich erst ins Küchenstudio gehen, beziehungsweise ich war auch dort. Allerdings haben die mir dort gesagt, dass die Lieferzeiten durch Corona zu den 6 bis 8 Wochen, die so eine Küche standardmäßig an Lieferzeit hat, wesentlich mehr beträgt. Also dass da noch Wochen drauf kommen. Und ich mir dann dachte, machst du das jetzt wirklich? Du machst dir im Prinzip keinen Aufwand, keine Mühe, du planst praktisch absolut nichts selbst so richtig. Also du hast nichts, du hast keine, nicht so viel Hirnleistung, sag ich mal, die du aufbringen musst. Aber hast die Küche unter Umständen erst ganz kurz vor Weihnachten und kannst dann unter Umständen keine Plätzchen backen. Nein, das war nicht der ausschlaggebende Punkt, aber auch ein Punkt, eben die Lieferzeit, dass ich mich dafür entschieden habe, diese Küche hier selbst zu planen. Nun stellte sich mir die Frage, wie mache ich das, dass ich das sehr zeitnah alles habe, also wo gucke ich, sag ich mal, nach den Sachen? Gucke ich irgendwo im Internet, wo ich das alles bestellen muss und dann kommt das alles irgendwann? Gucke ich in Möbelhäusern, wo es teilweise vielleicht nicht vorrätig ist? Gucke ich zum Beispiel bei Ikea, wo die Sachen, zumindest wo ich sehen kann, wo die vorrätig sind, dass ich, wenn zu den Ikeas hier in der Umgebung fahre, was weiß ich. Wie ich meine Küche jetzt geplant habe und für was für Möbel bzw. Elektrogeräte, was auch immer ich mich entschieden habe, seht ihr sofort. Die erste, aber ganz wichtige Frage, die ich mir schon immer gestellt habe und die ich noch nicht gelöst habe, ist, wie groß ist meine Küche eigentlich wirklich, also von den Quadratmetern. Ich habe ein winziges Arbeitszimmer. Ich verlinke euch das Video, ich kann euch jetzt auch hier das Thumbnail einblenden. Mein Arbeitszimmer ist nicht mal 1 Quadratmeter groß und ist trotzdem ein benutzbares Arbeitszimmer. Diese Küche wird nicht viel größer sein, allerdings ist sie ungefähr sechseckig geschnitten. Ich, 1, 2, 3, 4, 5, naja, keine Ahnung, sie hat auf jeden Fall viele Ecken. Also habe ich ausgemessen und meine wirklich sehr geringen mathematischen Fähigkeiten angewandt. Ich habe den Raum zunächst einmal in 2 viereckige Teile unterteilt, deren Fläche sich relativ leicht bestimmen lässt, weil das halt einfach Vierecke sind, also regelmäßige Vierecke, und eine dreieckige Fläche. Und ich blende euch jetzt meine Rechnung mit den Maßen ein. Ihr könnt mir gerne bitte, wenn ich da einen Fehler habe, das in die Kommentare schreiben. Ich bin wirklich, wirklich sehr schlecht in sowas und ja, ich hoffe allerdings, das ist halbwegs logisch, was ich da zusammengerechnet habe. Jedenfalls bin ich auf eine Größe von 3,2 Quadratmetern gekommen. Und das ist wirklich für eine Küche echt winzig. Als mein Herd angeschlossen wurde, sagte der Elektriker zu mir, das ist die kleinste Küche, die ich jemals gesehen habe. Andererseits waren vor kurzem hier in dieser Küche mit geschlossener Tür 5 Leute. Da waren aber meine Küchenmöbel noch nicht da. Jedenfalls zeige ich euch jetzt, was ich alles in meiner Küche verbaut habe sozusagen, was ich mir wo ausgesucht habe, ja, was für ein System, was für ein Prinzip, was für ein, ja, was da einfach so meine Gedanken, meine Pläne dahinter waren. Und ich muss auch sagen, die Küche ist noch nicht komplett fertig, der Geschirrspüler fehlt nämlich noch, der ist allerdings aktuell nicht lieferbar, den ich mir ausgesucht habe, aber ich will genau den einen haben aus einem bestimmten Grund. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und lasst euch inspirieren, falls ihr auch eine winzige Küche habt und das für euch vielleicht ein Problem ist. Also für mich war das gar kein Problem. Ich musste mir bloß halt eine Strategie überlegen, wie ich das alles unterbringe. Und da ich mir den Luxus eines Geschirrspülers unbedingt gönnen wollte, musste ich diesen Platz dann natürlich mit einberechnen, sonst wäre der vielleicht hier unter der Arbeitsplatte alles ganz anders geworden. Bei dieser Seite der Küche ist natürlich, was schon die ganze Zeit da war, die Waschmaschine
was den größten Platz, sage ich mal, wegnimmt unter der Arbeitsplatte. Und hier praktisch ist Platz für den Geschirrspüler. Solange der Geschirrspüler noch nicht da ist, habe ich hier so ein Bein verbaut. Wenn das Bein da ist, aber der Geschirrspüler nicht, dann kann ich diese Servierwegen, zu denen ich gleich noch was sagen werde, hier durch rausziehen, falls ich sie mal rausziehen muss. Das ist echt selten der Fall, weil ich komme eigentlich gut an alles so ran. Wenn der Geschirrspüler da ist, liegt die Arbeitsplatte auf dem Geschirrspüler auf, das Bein kann weg und ich kann die Servierwegen hier durch, beziehungsweise da muss ich die Mülleimer für rausnehmen. Aber das klingt jetzt alles super kompliziert, aber es ist wirklich praktisch und ich werde die eigentlich fast nie irgendwie brauchen. Genau, hier kommt der Geschirrspüler und ich kann, auch wenn ich ein qualitativ hochwertiges Bild von dem Geschirrspüler finde, eins einblenden, welchen ich mir ausgesucht habe. Den habe ich mir ausgesucht, weil der von demselben Hersteller wie mein Herd und mein Kühlschrank ist. Und der war jetzt nicht so teuer, der war optisch ganz schön und dadurch, dass meine Waschmaschine weiß ist, wollte ich auch einen weißen Geschirrspüler. Die anderen Elektrogeräte sind nämlich rosa. Genau. Die Arbeitsplatte hier ist von Bauhaus. Die ist 64 cm tief, also 4 cm tiefer als die Standardarbeitsplatte. Was ich allerdings super finde, weil ich hier eine riesige Fläche habe. Und das Einzige, was dann ich noch machen musste, als die Waschmaschine hier hinten ganz an der Wand dran stand und man das Waschmittelfach aufgezogen hat, konnte man kein Waschmittel mehr einfüllen, weil die Arbeitsplatte da drüber ging. Deswegen ist die Waschmaschine jetzt ein Stückchen weiter vorne, aber das ist auch kein Problem. So kann ich wenigstens Waschmittel einfüllen. Genau, hier oben habe ich hier so für die für das Müsli will ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, seht ihr das, hier steht eine Müsli-Packung, da will ich auf jeden Fall mal so ein richtig süßes Candy-Glas oder sowas, wo dann das Müsli schön drin ist. Genauso habe ich noch keinen Halter für die Küchenrolle, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau, hier oben steht meine Tomate, von der ich wahrscheinlich mein Leben lang Tomaten ernten werde. Da geht es hier super gut in dem Fenster. Dann habe ich hier einen Smoothie Maker, der passt natürlich farblich überhaupt nicht in die Küche, aber den habe ich schon ewig, den hatte ich schon, da habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt. Und ich finde den nach wie vor super. Also das macht für mich jetzt wenig Sinn, mir da irgendwie einen andersfarbigen zu holen, solange der noch funktioniert. Es sei denn, ich verschenke den irgendwann mal aus dem Grund, dass ich mir dann einen in weiß oder schwarz oder rosa holen werde. Genau, hier habe ich so Kochlöffel und sowas. Die hingen eigentlich mal hier in der Hakenleiste hinter mir, aber da ist jetzt kein Platz mehr, deswegen habe ich das alles da reingetan. Und dass die Mikrowelle auf das Fensterbrett passt, ist so super. Deswegen habe ich nämlich hier auch so, so viel Arbeitsfläche, weil die Mikrowelle einfach ja, nicht da noch mit drauf steht. Genau, auf der anderen Seite hier seht ihr den Wassersprudler und Messerblock finde ich eigentlich ganz schön, so einfach dekorativ da stehen zu haben. Und jetzt kommen wir mal noch zu hier unten. Ich habe hier zwei solche Müllbehälter von Ikea und ich wollte die schon immer haben. Ich finde die richtig cool und richtig praktisch und es ist super, dass die hier drunter passen. Ich kann die einfach rausnehmen, wenn ich die rausnehmen möchte und dann kann ich auch die, diese Wagen hier rausfahren. Genau, und das hier sind zwei Servierwagen. Kann ich ja eben einen zeigen. Die sind rollbar, wie gesagt. Und ich habe da halt alles Mögliche reingetan. Die Sache ist halt einfach, dass es hier unten irgendwie wenig Sinn gemacht hat, groß was mit Schrank und Regal unterzubringen. Weil hier, wie gesagt, Geschirrspüler hinkommt. Und hier ist das Waschbecken. Und da unten drunter sind die Müllbehälter. Deswegen habe ich mich für zwei solche Servierwegen entschieden. Ich finde die eigentlich ganz cool und man kann die ganz schön einräumen. Genau, und die haben hier perfekt so ihren Platz. Dann kommen wir zum Waschbecken. Das ist ein Keramikwaschbecken von Ikea. Mir war es sehr wichtig, ich wollte alles in Hochglanzweiß haben. Also die Arbeitsplatte, das Waschbecken, hier der Wasserhahn, der ist von Bauhaus. Der hat auch ein hochglanzweißes Element und ihr seht gleich noch, was ich hier oben nämlich hängend habe, das ist auch hochglanzweiß. Hier seht ihr die Töpfe fürs Besteck. Also ich habe ja keinen Schrank, deswegen habe ich auch keine Besteckschublade. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich kann das Video auch verlinken, in dieser Küche aus Osnabrück, wo wir mit diesen Ölfässern da eine Küche gebaut hatten, war auch im in dem Schrank praktisch, also in dem Ölfass, wo das Waschbecken unten drin war, hing da dann so ein Kupferrohr und da waren auch diese Eimer mit dem Besteck halt, weil man da ja auch keine Schubladen in die Ölfässer machen konnte. Und ich fand das eigentlich ziemlich praktisch und ich merke jetzt auch, wenn ich hier koche, ich habe zwar noch nicht so oft gekocht, ich habe die Küche ja noch nicht so lange, aber die paar Male, wo ich gekocht habe, dass man
praktisch einfach nur hier schnell rüber lang muss, wenn man einen Löffel oder eine Gabel braucht. Das ist so unfassbar praktisch. Genau, und ansonsten, ihr seht hier hinten, hängen noch ein paar Sachen. Da hängen, wie gesagt, vorher die Kochlöffel, aber da war mir dann zu viel hier hinter dem Wasserhahn. Deswegen habe ich die dann in den anderen Eimer getan. Aber ein bisschen was kann man ja aufhängen. Genau, dann kommt hier mein wunderschöner rosa Herd. Ich habe mich so unfassbar gefreut, als ich den gesehen habe. Der war wirklich nicht teuer. Ich habe den über Otto bestellt. Der ist, wie gesagt, auch von Amica, wo ich praktisch den Kühlschrank, den ich euch auch gleich noch zeige, her habe. Und genau, der hat, glaube ich, 270 Euro gekostet, plus Speditionslieferung, Anschluss und ein Kabel. Also der war wirklich sehr, sehr günstig. Der einzige Nachteil ist, der hat keine Umluft, also nur Ober- und Unterhitze. Ich habe noch nichts in diesem Ofen gebacken. Wie gesagt, ich habe den wirklich noch nicht lange. Und deswegen kann ich da noch keine Erfahrungen zu abgeben. Aber wenn ich mit anderen Öfen gebacken habe, funktioniert das genauso mit Ober- und Unterhitze. Von daher, das ist jetzt wirklich kein Thema. Genau, ja, wie gesagt, mein schöner rosa Herd. Ich habe noch nie vorher einen rosa Herd bei jemandem gesehen. So, ich kann euch das jetzt nicht großartig anders hier zeigen, weil ich die Kamera nicht viel besser aufstellen kann. Hier befindet sich mein rosa Kühlschrank, den kennt ihr ja eigentlich schon aus meinen Videos. Den hatte ich ja ziemlich am Anfang schon, weil ein Kühlschrank halt sehr wichtig ist. Ich habe hier oben drauf mein Wasserkocher und meine Kaffeemaschine. Die gehören zusammen vom Stil her, vom Design her, und ich möchte mir dazu eigentlich auch noch den passenden Toaster bestellen. Und hier hinten seht ihr noch meine Teller. Für die habe ich noch nicht so eine richtige, ich sag mal, Unterbringung gefunden. Und zwar möchte ich da eigentlich so einen Tellerständer haben, wo die so schön da reingehen. Ich habe da noch gar nicht nachgegoogelt, wirklich überhaupt nicht. Deswegen habe ich da jetzt auch noch keinen mir ausgesucht, wo ich euch vielleicht ein Bild einblenden könnte. Aber wenn ich Glück habe, gibt es sowas bei Ikea. Ich habe keine Ahnung. Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Und jetzt zeige ich euch, ihr seht es hier oben schon, also das Teil hier, das kennt ihr vielleicht auch aus Osnabrück, das ist so ein so Drahtkörbe, wo man Obst und Gemüse aufhängen kann. Das ist halt super, weil in dem Zustand wird es nicht schlecht. Also manche Sachen darf man ja nicht in den Kühlschrank tun und so weiter. Und wenn manche Sachen, also wenn manches Obst und Gemüse einfach so auf einem Teller liegt, dann wird es irgendwie schneller schlecht, als wenn es da so hängt. Und zwar haben wir hier nämlich hochglanzweiße, ganz normale Ikea-Regale. Die sind auch nicht teuer. Die sind jetzt 1,10 Meter lang. Und mein Problem war eigentlich hier so generell, dass ich zum einen halt hier so eine Dachschräge habe und zum anderen geht hier so ein irgendwas lang, so weiß ich nicht, was das auch immer ist. Aber auf jeden Fall habe ich hier dann auch nochmal so weniger Platz für einen Hängeschrank. Und im Endeffekt habe ich mir dann gesagt, ganz ehrlich, ehe du dir jetzt hier sonst wie einen teuren Hängeschrank hin tust, wenn du hier unten deine Gläser schön in den Stapel und hier oben solche Organizer-Drahtkörbe dir holst, wo dann noch Kleinkram reinkommt, das ist doch eigentlich super. Also ich finde es optisch wirklich, wirklich schön. Die Drahtkörbe sind von Ikea, die, ja, ein paar von dem Geschirr ist von Ikea. Das hier ist eine Auflaufform, da habe ich jetzt meine Kaffee, naja, das sind ja keine Kapseln, sind aber auch keine Kaffeepads, keine Ahnung, mein Kaffee halt drinne. Genau, und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, die Küche ist winzig, aber ich finde sie super schön und ich finde das irgendwie auch alles sehr stimmig, dadurch, dass es mit den Farben und so zusammenpasst. Ich kann euch jetzt eben noch eine Auflistung der Kosten mal hier irgendwie auflisten, damit ihr euch mal so grob vorstellen könnt, was es gekostet hat. Ich werde auch den Geschirrspüler mit hinschreiben. Der ist zwar noch nicht da, aber ich weiß ja, welcher das wird. Und dann habe ich für mich, und das finde ich super interessant, weil ich habe da jetzt gerade wirklich keinen Überblick drüber, mal so eine Übersicht, was so eine Mini-Küche einzurichten, und zwar dann relativ minimalistisch, relativ einfach und vor allem einfach schnell umsetzbar kostet. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte, wie man auf ja, wenig Raum alles unterbringt, was man unterbringen möchte. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen mitnehmen. Und ja, falls ihr noch irgendwas wissen wollt, was ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe, wo irgendwas noch her ist oder was auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sehe gerade, mein Akku wird alle. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke die Videos, die ich angesprochen habe, unten drunter. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.